Die Stimmung war großartig am Samstag. Wir saßen gerade irgendwie noch zu Hause und hatten auch zufällig den Fernseher an, als die Meldung kam und CNN, die sagte, okay, wir sagen, die Wahl ist entschieden. Und fast im gleichen Moment ging es rundum auf den Balkons und an den Fenstern der Jubel und der Beifall los. Und nicht lange fuhren dann auch die ersten hupenden Autos die Straße rauf und runter. Und das war natürlich, war dann auch Party am Nachmittag auf der Straße und so weiter. Also es war schon super Stimmung. Im Moment ist es eher ruhig. Die Leute haben auch ihre Alltagsprobleme. Wir leben nach wie vor in einer Pandemie. Es gab einige Proteste von Trump-Anhängern vor Zählstellen und so weiter. Aber das waren auch nicht so viele Fälle. Es waren zwei, drei recht aufregende, wo dann eben Leute auch bewaffnet sich vor die Zählstellen gestellt haben. Ich erinnere mich an Phoenix, Detroit, glaube ich auch. Aber es ist bei weitem nicht so angespannt und offensichtlich auch nicht zu größeren, zu nennenswerten Gewaltausbrüchen gekommen bis jetzt. Also praktisch sagen wir mal, eine ähnliche Stimmung auch in den Gegenden, die jetzt ganz, sagen wir mal, auch wirklich starke Ergebnisse zugunsten von Trump oder generell eben der Republikaner erbracht haben. Also ich sage mal, im Trump-Land in Anführungsstrichen auch nicht andere großartig andere Reaktionen sozusagen, als du jetzt mal in New York erlebt hast oder auch eben aus der Berichterstattung mitbekommen hast. Naja, es ist halt so, dass sich die Seiten gegenseitig irgendwie mehr oder weniger ignorieren. Also die beiden Anhänger sagen, nun ja, ist klar, er hat gewonnen und wir arbeiten jetzt an, oder seine Leute arbeiten jetzt an der Transition und die Trump-Anhänger sagen, nun, klar, der Präsident hat gewonnen und wir lassen jetzt das, die Gerichte werden das dann schon entscheiden. Wenn die Gerichte dann entschieden haben, dann kann es noch mal unruhig werden, denke ich. Aber das wäre schon praktisch schon diese Frage, ob dieses Wahlergebnis jetzt eigentlich sicher ist. Also ich meine, hatte das gesehen, Rudy Giuliani gesagt hat, hier, das kann ja wohl nicht sein, dass die Medien den Präsidenten ausrufen. Na gut, klar, hat sich da natürlich geärgert. Aber ich sage jetzt mal juristischen, sind das jetzt noch Scharmützel, die wo der Ausgang eigentlich absehbar ist, oder wäre auch so ein Szenario denkbar, wo man sagt, ja, es gibt sozusagen dann doch noch wieder Auszählung oder Nachzählung oder die Aberkennung von insbesondere den Briefwahlstimmen, dass da tatsächlich auch mit Einschaltung des obersten Gerichts noch eine ganz andere Entwicklung denkbar ist. Oder wird das jetzt in New York oder bei den Quellen, die du sozusagen wahrnimmst, ist das irgendwie durch das Ergebnis? Also es gibt kaum jemanden außer den Leuten, die diese Wahlanfechtung betreiben, die da irgendeine Chance sehen. Bis jetzt ist auch fast alles von den Gerichten erstmal zurückgewiesen worden. Es hat ja auch eine OSZE-Wahlbeobachtermission hier gegeben. Die haben gesagt, es gibt wir haben keine Anzeichen für schwerwiegende Unregelmäßigkeiten, die haben sich dann eben eher besorgt darüber gezeigt, dass der Präsident sich vor Auszählung der Stimmen irgendwie schon zum Sieger erklärt hat. Von daher nach allem Ermessen ist es eher unwahrscheinlich, dass sich daran nochmal was ändert. Es wird natürlich Nachzählungen geben. In einigen Staaten ist das von vornherein gesetzlich festgelegt. Wenn ein bestimmter Marge unterschritten wird, dann muss nochmal gezählt werden. In Georgia hat es der Wahlleiter selber entschieden. Das kann er auf sein. Und in anderen Staaten wird es auf Antrag geschehen. Also es wird sicher nochmal gezählt. Aber es hat auch in der Vergangenheit selten Fälle gegeben, dass ein Wahlergebnis grundlegend geändert worden ist. Es gibt ein, zwei Fälle, wo es sehr knapp ist. Aber die Wahlbeobachtungs
Büros der Fernsehsender und der Mediennetzwerke waren sehr, sehr, sehr zurückhaltend dieses Jahr und haben extrem lange gewartet, bis sie gesagt haben, wir projizieren, dass Joe Biden gewinnt. Und es ist ja nicht nur so entlang der parteipolitischen Spaltung, es war ja auch Fox unmittelbar zusammen mit CNN, die gesagt haben, also Fox, der eher konservative Sender, in dem Donald Trump immer viel Unterstützung erfahren hat, sie projizieren Joe Biden als Präsident. Also an den Fakten wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Und ich denke auch, dass die Gerichte bei allen Abstrichen, die man da machen kann, daran nicht vorbeikommen. Und ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit, dass es vom obersten Gericht landet, ist nicht sehr hoch. Weil ja vorher erst mal die anderen Instanzen ausgeschöpft sein müssen und dann muss das Obergericht, will sich auch nicht unbedingt mit allem befassen. Also ich sag mal so, das wie, dass man aus Florida, also damals Al Gore gegen Bush, diesen Fall sozusagen, dass das oberste Gericht dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, wir zählen da gar nicht mehr aus sozusagen, oder beziehungsweise die Auszählung wird gestoppt. Das ist eher, denkst du, sozusagen diesen Verlauf eher unwahrscheinlich. Also sonst denkt man sozusagen, wir spielen auf Zeit und da ja die Wahlmänner oder Wahlfrauen ja irgendwann zusammenkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt und wenn dann noch nicht alles ausgezählt worden wäre, das wäre ja so ein bisschen so diese Frage, so dass das Zählen gar nicht die Rolle spielt vielleicht, sondern dass dann teilweise ja, das sind komplizierte Verfahren, die in der Bundesstaat unterschiedlich, teilweise ja aber sozusagen die bestehenden Organe dann entscheiden, wer wird Wahlmann oder wer wird Wahlfrau und gar nicht das Ergebnis erzeugt. Das denkst du, ist eher auch unwahrscheinlich. Im Moment ja, es ist es gibt dieses Szenario, wo wo bei einer stark umstrittenen Wahl und da in den Staaten, wo wir zum Beispiel einen demokratischen Gouverneur haben und ein republikanisches Parlament, dass es dann unterschiedliche Einschätzungen gibt und dann unterschiedliche Wahlmänner benannt werden, dann käme es tatsächlich zu einer großen Verwirrung. Bis jetzt zeichnet sich das aber noch nirgendwo ab. Florida war damals insofern auch anders. Da war ja irgendwie die Frage, wie was gezählt werden soll, hoch umstritten. Hier ist ja dieses Mal sehr sorgfältig gezählt worden überall und auch sehr, da sind ja auch immer beide Parteien vertreten bei den Auszählungen, das muss man ja auch so sagen. Und von den Republikanern, die an den Auszählungen teilnehmen, hört man eigentlich eher keine Beschwerden. Das kommt eigentlich von denen, die nicht dabei sind. Also im Prinzip auch kein Staatsversagen sozusagen, sondern auch funktionierende Wahlmechanismen und Organe. Das ist ja auch vielleicht ja nicht das Schlechteste. Gut, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass Biden der nächste Präsident der USA sein wird und dass das Ergebnis, da stellen wir jetzt einfach mal so bei dem, was wir jetzt noch irgendwie reden. Und die Frage ist natürlich, woran hat es gelegen? Es gibt ja Wahlanalysen natürlich und unterschiedlichste Art, auf unterschiedlichen Seiten und unterschiedliche Aspekte. Vielleicht als ersten Punkt so die, was manchmal durchscheint, auch jetzt in den Medien, hier zumindest, die Frage, ob das jetzt auch für die USA gilt. Es gibt ja immer so das Bild des bösen weißen Mannes, der Trump wählt. Wenn ich mir die Ergebnisse ansehe, also es gibt ja unterschiedliche Statistiken, dann habe ich irgendwie 48-49 gesehen bei den Männern. Das finde ich jetzt nicht so einen dramatischen Unterschied, was jetzt die Zustimmung zu Biden, also 48 und zu Trump 49% betrifft. Das finde ich noch relativ pari-pari eigentlich. Wenn man sich die ethnischen Unterschiede ansieht, dann kann man natürlich schon sagen, 42% der Weißen für Biden, 57% für Trump. Dann ist das klar, aber ist das sozusagen diese Figur, dass der wird ja auch häufig beschrieben, weniger als eine, sagen wir mal, eine Frage von Arm, Reich und Klassenfrage, da kommen wir dann noch zu, sondern eher so als auch kulturelles Phänomen.
Ist da was dran oder wenn ja, wie würdest du das beurteilen? Naja, wie so oft geht es, glaube ich, auch vor allen Dingen um die materielle Situation. Wenn wir also zum Beispiel vom weißen Arbeiter reden dann oder vom weißen Mittelstand, dann ist es natürlich tatsächlich so, dass denen Trump verspricht, sie vor den Verlusten zu bewahren, die sie befürchten zu erfahren. Das ist ja nicht so viel auch anders, als wir das in Deutschland haben. Diese Nachwahlbefragungen sind alle schwierig und man kann da extrem viele Daten sehr unterschiedlich interpretieren. Ich glaube, da muss man sich auch nochmal viel Zeit nehmen und nochmal genau drauf gucken. Was man sagen kann, ist, es ist nicht nur so, dass also zunächst mal hat offensichtlich die hohe Wahlbeteiligung nicht nur den Demokraten genutzt, das sind offensichtlich auch eine große Zahl von republikanischen Wählern zur Wahl gegangen. Zweitens, es hat offensichtlich eine nicht geringe Zahl von Fällen gegeben, wo republikanische Wähler Biden gewählt haben. Das erklärt zum einen den großen, doch relativ großen Erfolg in dem Popular Vote, also in der unmittelbaren Stimmenvorsprung landesweit, während er ja, wir haben ja dieses Wahlleute-Gremium hier, das wird dann in den Bundesstaaten, die man gewinnt, eben alle, in der Regel alle Wahlleute gewinnt und demzufolge, deswegen ist ja diese Auszählung so schwierig. Deswegen hat ja auch Trump zum Beispiel, für die noch nicht so vertraut sind mit diesem Verfahren, Trump hatte ja nicht die Mehrheit der Stimmen, sondern er hatte dann letzten Endes die Mehrheit der Wahlleute, weil er die wichtigen Staaten gewonnen hatte. Also das, dieses Splitting hat es gegeben. Und es gibt offensichtlich, ich habe jetzt die Umfrage nicht nochmal gefunden, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben 18% der Leute, die Trump gewählt haben, es niemandem vorher gesagt, aber nur 8% von denen, die Biden gewählt haben. Es gab im Sommer immer die Diskussion um den scheuen Trump-Wähler oder die scheue Trump-Wählerin. Und alle Umfrageinstitute haben gesagt, das haben wir alles mit eingetaktet, das ist nicht drin, aber offensichtlich war der Effekt dann doch da. Denn die blaue Welle, wenn man auf das Gesamtergebnis guckt, also neben den Präsidentschaftswahlen, ist ja ausgeblieben. Bis jetzt haben die Demokraten keine Mehrheit im Senat und sie haben sogar Stimmen verloren im Repräsentantenhaus, wobei da auch die Auszählung noch nicht abgeschlossen ist, aber es zeichnet sich so ab. Und wenn man, was mich irritiert hat, also es gibt ja immer, also auch die Erzählung, dass bei den Weißen ist es klar, da sind Verluste, Verlustängste, Statusverlust und ähnliches. Dass es eigentlich völlig klar ist, dass die anderen Ethnien sozusagen, also ich sag jetzt mal Schwarze, Hispanics und Asiaten, dass das völlig klar ist, dass die eher für die Demokraten sozusagen stimmen. Und wenn ich die Zahlen sehe, dann kann man das wohl für die Schwarze erwähnen, mit 87 zu 12, das sind die Zahlen, die ich da kenne, da würde ich sagen, ist ein eindeutiges Verhältnis. Bei den anderen ist es aber eher so, dass ein Drittel durchaus zugunsten von Trump abgestimmt hat. Und ich habe mehrere, auch im Vorwege schon, aber jetzt auch in der Auswertung mehrere Artikel, ich sag mal, durchaus auch in der seriösen Presse, konservativen Presse und Medien gesehen, wo auch durchaus auch die unterschiedlichen, sagen wir, sowohl ökonomischen als auch kulturellen Lagen von insbesondere den Hispanics, jetzt nicht nur in Florida, wo so eine gehörige Portion Antikommunismus offensichtlich eine Rolle spielt, sondern eben auch bestimmte, also ich sag jetzt mal Ice Cube, also ein Rapper, der beispielsweise für Trump aufgetreten ist, wo kann ich mich ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie dramatisch sein Einfluss in den USA ist, aber dass eben durchaus auch bestimmte Promis sozusagen sich da ganz klar positioniert haben in einer Art und Weise, wo so, ich sag mal, in der allgemeinen Auffassung Berichterstattung immer gesagt wird, ja, die müssten doch eigentlich für die Demokraten so sein, weil diese knallharte rassistische
Politik, die Trump in seiner gesamten Amtszeit und auch davor praktisch formuliert hat, da kann man doch sozusagen nur bestenfalls zustimmen, wenn man eben auch zu den Weißen gehört, die Privilegien verlieren können. Kannst du vielleicht zu diesem ganzen Komplex nochmal ein bisschen Ordnung reinbringen, sozusagen? Naja, da gibt es mehrere Erkläransätze. Muss man sich vielleicht auch von dem Gedanken verabschieden, dass man als Schwarze oder als Hispanic oder als Latina per se eine Situation hat, die einen für eine bestimmte Wahlentscheidung prädestiniert. Das ist sicher mehrheitlich ja, aber wenn ich jetzt den Fall, ich hätte jetzt einen Laden oder ich hätte irgendwie ein relativ erfolgreiches Arbeitsleben hinter mir und hätte mir also einen Rentenfonds zurückgelegt, von dem ich jetzt mein Alter bestreiten will, dann würde ich mir natürlich schon überlegen, ob ich für einen Kandidaten stimme, unter dem die Börse regelmäßig schön stabil bergauf gegangen ist, oder für einen, der doch die Unternehmen besteuern will, der doch wo auch die Börse nervös reagieren könnte. Weil es ist einfach so, der Kapitalismus durchdringt hier alle Bereiche des Lebens. Alles ist privat, die Krankenversicherung, die Altersvorsorge, und die Altersvorsorge hängt zum Beispiel an der Börse. Deswegen sind, also das erklärt zum guten Teil auch die Erfolge Trumps unter den älteren Wählerinnen. Dann ist es sicher auch eine Frage der Einstellung, der religiösen und kulturellen Einstellung. Religion spielt eine große Rolle hier. Und eine große Bank von Trump, man mag es nicht glauben, sind halt eben die stark religiösen Wählerinnen und Wähler, die zwar mit seinem moralischen Verhalten und seinen moralischen Vorstellungen wahrscheinlich irgendwie einiges an Problemen haben sollten, denen es aber im Wesentlichen darauf ankommt, dass er die Richterbänke bei den Bundesrichtern und dann gerade jetzt eben auch nochmal beim obersten Gerichtshof mit streng konservativen Richtern besetzt, die eben alles, was fundamentalen Christen wichtig ist, eben die Frage der Abtreibung, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Ehen, die das in ihrem Sinne entscheiden. Und da hat Trump geliefert. Und genau wie er eben für die Arbeiterinnen und Arbeiter geliefert hat, in Anführungsstrichen. Er hat zumindest die Strafzölle eingeführt, die er angekündigt hat, dass davon kein einziges Stahlwerk wieder aufgemacht hat und keine Kohlemine wieder eröffnet worden ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Das zeigt auch, das sehen die Leute auch, und deswegen hat er eben auch in bestimmten Gegenden wieder verloren. Aber für viele andere ist erstmal das der Symbol wichtig. Der Mann, der tut was für die einheimische Wirtschaft. Und dann natürlich auch die klassischen Fragen der konservativen Politik, Waffenbesitz und so weiter. Und auch da ist er ja, lässt er ja keine Luft dran. Und das betrifft eben, dass da haben, diese Einstellung hat man eben nicht nur unter Weißen, sondern eben auch unter Migranten. Und auch unter Migranten hört man oft eben Vorbehalte gegen die jetzt ankommen, weil das ja die armen Schlucker sind und die anderen haben sich ja schon was aufgebaut. Also auch das hört man immer wieder in Interviews. Das Argument, das kennt man, wenn es hier auch nicht so weit verbreitet ist, aber auch tatsächlich von migrantischen AfD-Wählern. Aber okay. Aber nochmal zu dem, du hast das eben angesprochen, aber in der Frage mit den, es ist kein Stahlwerk, deswegen wieder aufgebaut worden. Aber 2016 war ja so die Erzählung, dass es diese sogenannten, also etwas geringschätzig, oder abschätzig genannten Flyover States gibt, also da, wo praktisch bei den Bundesstaaten in der Mitte, also geografisch sozusagen in der Mitte der USA, wo die traditionellen Kerne der Industrie und damit natürlich auch der Industriearbeiterschaft waren, dass die sozusagen mit wehenden Fahnen Trump gewählt haben.
Und ich habe jetzt zumindest mehrmals gelesen, dass insbesondere, also zum einen unter Gewerkschaftern, also klar, das ist ein relativ kleiner Anteil an den Beschäftigten in den USA, der Organisationsgrad ist noch deutlich niedriger als in der Bundesrepublik, aber dass gerade unter Gewerkschaftern eher so ein Trend hin zu den Demokraten traditionell, aber jetzt auch konkret sozusagen wieder war. Und zweitens auch, dass eben auch in bestimmten dieser Staaten, also dieser Bundesstaaten, durchaus auch sozusagen so ein bisschen so eine Trendumkehr bei denen, das, was man jetzt klassisch als Arbeiterschaft, Industrieproletariat, also ich will jetzt gar nicht die Begriffe, darum kommt es nicht an, aber bestimmte Spektren und Milieus und auch so ein bisschen so ein Aufhören, die Reichen, die wählen Trump, ist klar, weil er hat die Steuern gesenkt, gnadenlos gesenkt, da würde man sich ökonomisch ins eigene Fleisch schneiden. Unten, ganz unten, also sind immer diese Jahreseinkommen $50,000 genannt, auch eher zugunsten von Biden, also die Armen sozusagen, oder die deutlich Ärmeren. Und dass die Trump-Wähler, Wählerinnen eher in der Mitte sich befinden. Also was sozusagen diese Arm-Reich-Verhältnisse betrifft. Kannst du da nochmal was zu sagen? Ob das so stimmt, wie das hier wiedergegeben wird? Oder wenn ja, was das bedeuten könnte? Also was die gewerkschaftlich, sagen wir mal, gebundenen oder ja, die gewerkschaftlich gebundenen Leute betrifft, da hat Biden klar einen Vorteil. Das hat er traditionell gilt er als jemand, der arbeiterfreundlich, gewerkschaftsfreundlich eben auch ein guter Kumpel ist. Sowas spielt ja auch eine Rolle. Das ist richtig. Und haben die Demokraten in diesem Wahlkampf auch, glaube ich, einiges wieder zurückgewonnen. Allerdings würde ich das nicht überbewerten, weil wenn wir uns zum Beispiel auch gerade Pennsylvania angucken, dann hat da vor allen Dingen Philadelphia die Demokraten gerettet, also die städtischen Zentren. Wenn wir jetzt irgendwie gucken, Erie, das ist im Nordwesten am Erie-See, wo also das ist der Rust Belt eigentlich, wo lange demokratisch gewählt worden ist, das ist nicht zurückgekommen. Das ist nicht zurückgekommen. Da würde ich auch davor warnen, was man jetzt hier bei einigen Kommentatoren schon wieder hört, also die Blue Wall, also die blaue Wand ist wieder aufgebaut. Das ist sehr knapp ausgegangen in Wisconsin, in Michigan und in Pennsylvania. Das kann auch sich sehr leicht wieder ändern. Also da ist noch lange keine sichere Bank wieder entstanden. Der Mittelstand, das hatte ich versucht zu beschreiben, der wählt Trump ja eben, weil eben auch bei ihnen sehr viel, Börsenaktien ist hier nichts, was nur die ganz Reichen interessiert. Der Mittelstand hat seine Ersparnisse in der Regel eben auch da und denen ist es halt wichtig, auch wie die Börse reagiert. Außerdem ist auch nochmal ein psychologischer Effekt. Keiner sieht sich selbst gerne als zum unteren Drittel oder so zum unteren Teil gehörend. Und dann gibt es eben dieses Bild, das ist halt der Kandidat für die, nicht für mich. So. Wenn man das daran festmacht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Motive, aus denen Wahlentscheidungen getroffen werden. Manche treffen sie kulturell, manche treffen sie wirtschaftlich, manche eben auch aus politischen Überzeugungen. Das macht es ja dann letzten Endes auch so schwer, das wirklich auszuwerten. Okay, da würde ich jetzt nochmal so einen zweiten Aspekt vielleicht nochmal bei der Wahlanalyse, also weniger die soziodemografischen Daten und Zusammenhänge, sondern die Frage wäre ein bisschen, weil das fand ich relativ plausibel, dass nicht, also Biden hat, die Frage, hat Biden gewonnen oder hat Trump verloren? Also natürlich hat Biden gewonnen, das ist klar. Aber ist das nicht sozusagen gerade, weil du hast vorhin ja auch erwähnt schon, dass es eine ganze Reihe von, das Repräsentantenhaus gewählt wurde, dass es da eher eine leichte Zugewinne der Republikaner und leichte Verluste der Demokraten gegeben hat, dass der Senat unentschieden ist nach wie vor, also kein Durchmarsch der Demokraten bei diesen Wahlen. Und dass es eher auch daran gelegen hat,
dass es eine ganze Reihe von Wählerinnen und Wählern gegeben hat, die Trump als Präsidenten weghaben wollten und deswegen dann eben bei der Präsidentschaftswahl Biden gewählt hat. Und die Frage sozusagen so einer Anti-Trump-Wahl, da wo es tatsächlich um die Präsidentschaft geht. Und ich habe jetzt einen Artikel einer amerikanischen Professorin jetzt gerade gelesen, die sagt zum Beispiel, dass Trump sei sozusagen 2016 in einer bestimmten Situation, wo die amerikanische Politik eher in so einer Neuausrichtungsphase sich befunden hat, quasi in dieses Amt gestolpert, weil er auch ein intuitiv ein Verständnis von medialen Aufmerksamkeitsmechanismen hat, dass er aber in seinem Job selbst, also in seinem Präsidentenamt, an sich nicht gut war, dass er auch völlig undiszipliniert war, dass er sozusagen hier also mit seinem ewigen Twitter, dass das zwar ein bestimmtes Milieu bedient, aber dass er sozusagen eigentlich das gar nicht geliefert hat. Jetzt hast du eben schon in deinem Halbzeit gesagt, bestimmt Sachen ja, aber fehlt ihm als Präsident das politische Talent oder sozusagen darauf ist es gar nicht so sehr angekommen. Sondern wenn man dann in diesem Amt drin ist, dann kann man fast machen, was man will, sozusagen. Es gibt, da muss man sich unterscheiden, es gibt die Hardcore-Trump-Fans, mit dem ist eigentlich völlig egal, was er macht. Dann gibt es die die sich schon daran stören, wie er auftritt, was er gerade insbesondere wie er twittert oder so, die aber eigentlich mit seiner Politik, also gegen Migranten, Abschottung des Marktes und insgesamt eher Abschottung gegen den Weltmarkt auch, so uneffektiv das auch bei ihm ist und eben insgesamt konservativ mit ihm übereinstimmen und eigentlich dann eher darüber hinwegsehen, dass er sich doch eher unwürdig verhält in vielen Situationen. Das sagen sie auch teilweise selber so. Und bei diesen beiden ist das sicher nichts. Aber es hat mit Sicherheit klassisch konservative Wählerinnen und Wähler gegeben, wirtschaftlich neoliberal sind, denen also dieses Auftreten von Trump klar zuwider war. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, wo sich das in diesem gesplitteten Stimmverhalten geäußert hat. Und es gibt auch eine Umfrage, ich habe gerade versucht, sie zu finden, wo die Leute gefragt worden sind, war ihre Wahl eigentlich eher eine für ihren oder gegen den anderen Kandidaten? Und da ist also bei den beiden Wählern eine deutlich höhere Prozentzahl von Leuten, die sagen, ich habe vor allen Dingen gegen den anderen Kandidaten gestimmt als für meinen. Während die übergroße Mehrheit der Trump-Wähler sagt, ich habe für meinen Kandidaten gestimmt. Von daher ist es auch eine Polarisierung, die Trump erzeugt hat, ist dann ein Stück weit auch für Biden in die Waagschale gegangen, denke ich. Und noch ein Aspekt, also es wird ja häufig nach wie vor natürlich häufig gesagt, Trump ist eben ein, sag ich jetzt mal, Rechtspopulist, wie viele andere auch, oder hatte sozusagen Momente des Rechtspopulismus, auch wie Bolsonaro in Brasilien oder auch wie Erdogan, Modi in Indien oder meinetwegen auch wie Putin. Ich habe jetzt von Sanya Tufekci, die ist Professorin an der University of North Carolina, die hatte einen Artikel im Atlantik geschrieben, da sagt sie, das wird immer so gesehen in Europa, aber da hätte sie eben auch gesagt, die anderen seien eben alle tatsächlich talentiert, die hätten sozusagen in ihrem Sinne eine richtige Politik gemacht, sie hätten auch Wahlen gewonnen, also auch wenn man sich über bestimmte Modalitäten von Wahlen jetzt in Russland oder Indien oder so natürlich sagen kann, okay, das ist schwierig, entspricht vielleicht jetzt nicht unseren Vorstellungen, aber sie seien zumindest, hätten die Wahlen gewonnen. Erdogan hat sich jetzt seit mehreren Jahren sozusagen seine Macht durchsetzen können, festigen können, seien also sozusagen auch talentiert sozusagen im Machterhalt, im Wahlgewinn. Und das alles würde Trump irgendwie völlig abgehen.
Und deswegen sei sozusagen dieses Bild, er sei eben ein Rechtspopulist wie die anderen auch, alle, das sei ein Vergleich, der hinten würde. Ist da was dran aus deiner Sicht? Naja, es ist ja sehr viel über Trumps politisches Herangehen und irgendwie auch wie er tickt, geschrieben worden. Ich glaube, was nach allem, was man beobachten kann, stimmt, er ist mehr ein Mensch mit Machtinstinkt als jemand, der irgendwie strategisch Politik plant. Hat sich instinktiv für den Rechtspopulismus entschieden, war ja früher auch mal in der demokratischen Partei, weil er sich davon versprochen hat, dass er Zuspruch kriegt und dass er damit eben gibt. Und er hat ja Erfolg gehabt. Und es ist ja durchaus auch knapp ausgegangen. Es haben ja wieder über 70 Millionen Wählerinnen und Wähler für ihn gestimmt. Trotz allem. Und also ich denke, das ist, also ich denke, die Einschätzung ist zutreffend, dass er kein strategischer und vielleicht auch nicht mal ein aus Überzeugung Rechtspopulist ist, sondern dass er sehr viel instinktiv handelt. Das sieht man ja auch an seinem, und auch sehr impulsiv, das sieht man ja an seinen erratischen Entscheidungen und seinem Getwittere. Von daher, der Tenor des Artikels ist mit Sicherheit richtig, wenn ein begabterer, politisch begabterer oder begabtere, warum nicht auch eine Frau, Kandidatin, diese politische Richtung adoptiert, dann geht das mit Sicherheit anders aus. Und dass ein Präsident nicht wiedergewählt wird, kommt ja höchst selten vor in den Vereinigten Staaten. Ich würde gerne noch mal einen Blick auf die andere Seite eher werfen, also auf die Demokraten. Also Biden wird, also ich meine, es gibt da natürlich auch unendlich viele Artikel drüber, das ist ja auch richtig so. Und um es mal vielleicht ein bisschen pauschal zu sagen, der eher so als nach riesigen Maßstäben als rechter Sozialdemokrat, wobei diese Vergleiche wahrscheinlich hinken, aber kannst du vielleicht nochmal sagen, was sind die zentralen Punkte, auch vielleicht der, also jetzt nicht nur von Biden als, natürlich auch von Kamala Harris als Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftsbewerberinnen, sondern auch, was sozusagen die Demokraten als die, was ich, großen Entwürfe ihrer Alternative haben. Oder ist das eher sozusagen eher nur auf die Personen zugeschnitten, im Sinne von tatsächlich, die sind eben besser als Trump und Pence und deswegen ist das okay? Oder haben die Demokraten sozusagen ein ganz eigenes, sozialliberales, soziales oder wie auch immer Konzept? Weil sozialistisch, also das, was ja auf diversen Plakaten, die von Trump-Anhängern hochgehalten wurde, man müsste jetzt Amerika vor dem Sozialismus bewahren, das, glaube ich, können wir ausscheiden als Variante. Aber was ist da sozusagen, was wollten die eigentlich in dem Sinne? Na, die Demokraten, man muss ja auch sagen, wir sind zwei Parteiensysteme hier in den Vereinigten Staaten, haben wir ja die Demokraten decken ja im Prinzip von linkssozialdemokratisch bis liberal eine ungeheure Bandbreite ab. Und was sie sich in ihrer Wahlplattform vorgenommen haben, ich würde es mal vorsichtig so beschreiben, es ist halt die schlimmsten Auswüchse der Ungleichheit zu bekämpfen und die schlimmsten Auswüchse auch von Armut und Abstiegsgefahren zu bekämpfen. Und das sind eben hier in den USA die Themen Gesundheitsversorgung und Gesundheitsvorsorge, die Frage der Bildung, des Bildungszugangs, vor allen Dingen, und da war eben und natürlich auch eine gewisse Grundsicherung, das ist eben der Mindestlohn. Und das waren die drei wesentlichen Versprechen in der demokratischen Wahlplattform, eben eine
Ausbau der Gesundheitsvorsorge, nicht in dem Maße, wie es Bernie Sanders vorgeschlagen hat, nämlich eine Gesundheitsvorsorge für alle, in die alle einzahlen und quasi Abschaffung der privaten Krankenversicherung, sondern Biden ist ja für die sogenannte Public Option, also für die, die sich nicht irgendwie die private Versicherung nicht genommen werden, beziehungsweise nur zu Prämien genommen werden, die keiner bezahlen kann, für die soll es eben eine staatliche Krankenversicherung geben. Das war ja übrigens auch Teil des ursprünglichen Vorschlages von Obamacare. Das ist halt nicht durch den Kongress gekommen damals. Das zweite war ein Mindestlohn von $15, was zum Beispiel im Staat New York sowieso schon so ist, weil die Staaten können ja über bundesweite Regelungen hinausgehen. Und das dritte ist die Frage der Studentenkredite und die ja auch eine unglaubliche Rolle spielen. Es ist halt hier üblich, dass Studenten ihr Studium über Kredite bezahlen und dann quasi ins Berufsleben starten mit $100,000 Schulden, was kein Problem war, solange im Prinzip Hochschulabsolventen quasi einen gut bezahlten Job sicher hatten. Aber auch das ist ja gerade mit der Prekarisierung von Wissensarbeiterinnen höchst unsicher geworden. Und das bringt viele Leute in extreme Bedrängnis. Und auch das zu adressieren, ist natürlich ein wichtiges Thema. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon sozialdemokratisch ist oder schlicht und einfach eine Frage von Abmilderung der schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus. Könnte vielleicht auch hier teilweise von der CDU vertreten werden. Okay, aber ist ja auch vielleicht an sich nicht falsch zumindest, wobei sicherlich weitergehende Vorschläge sinnvoller sind. Aber nochmal zu den weitergehenden Vorschlägen. Es gibt ja auch in den USA, und ich habe jetzt gelesen, dass die jetzt sehr viele Anhänger dazu gewonnen hätten, und sehr viele von irgendwie 80.000 zumindest, was für organisierte Linke in den USA wohl viel sein soll, aber das kannst du besser beurteilen, also die demokratischen Sozialisten, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet ihr vom Büro ja auch irgendwie mit denen teilweise oder so zusammen oder macht mit denen gemeinsame Projekte und Veranstaltungen. Kannst du zu denen vielleicht noch was sagen, zu dieser Organisation und wie sozusagen die Teil dieses demokratischen der Partei oder an der Seite der Partei, also Bernie Sanders ist ja auch nicht Mitglied der Demokraten, sondern eher an der Seite und gleichzeitig ja quasi hätte er Präsidentschaftskandidat werden können, theoretisch. Wie das sozusagen, also wie diese Gemengelage der Linken, sag ich jetzt mal im weiteren Sinne, wie wir uns das vorstellen können, wie sowas in den USA funktioniert. Die DSA, die Demokratischen Sozialistinnen, sind eine gemeinnützige Organisation, sind also keine Partei und haben in der Tat in den letzten Jahren ganz stark profitiert, wahrscheinlich auch von dem Bekenntnis von Bernie Sanders, dass er demokratischer Sozialist ist, auch wenn er mit dieser Organisation nie was zu tun gehabt hat direkt. Sind irgendwie von 2016 irgendwie 5.000 Mitglieder auf letztes Jahr 50.000, 60.000 gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Sie wollten eigentlich dieses Jahr, oder vielleicht erreichen sie es ja auch noch, sie wollen dieses Jahr auf 100.000 wachsen, was schon enorm ist für eine politische Organisation, eine linke politische Organisation in den USA. Das ist eine... Dieses Wachstum bringt natürlich, das kennen wir aus der uns nahestehenden Partei auch, das bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich, Unklarheiten über die strategische Ausrichtung, organisatorische Probleme und so weiter. Ich war letztes Jahr zu Gast auf ihrem Kongress. Da arbeiten sie dran. Wir arbeiten auch daran, das Programm zu überarbeiten, nehmen sich dafür auch die nötige Zeit. Das ist mal gut und stimmt mich fast optimistisch für die Organisation. Insgesamt bleibt einem, wenn man sich hier in Wahlpolitik engagieren will, eigentlich keine andere Möglichkeit, als das bei den Demokraten zu tun. Es gibt noch andere kleine Parteien, vor allen Dingen zu nennen hier die Working Families Party,
die in der Regel aber außer bei örtlichen Wahlen sich darauf beschränkt, die demokratischen Kandidaten mit auf ihr Ticket zu nehmen. Das heißt, man hier einen Wahlschein kriegt, in New York zum Beispiel, dann hat man hier Biden-Harris, Demokratische Partei, und ein Stückchen weiter unten kommen dann nochmal Biden-Harris, Working Families Party. Das dient da der Mobilisierung, also für die Kandidaten mobilisiert das nochmal andere Wählerinnen und Wähler, die sie vielleicht irgendwie und die nicht auf demokratische Partei stimmen würden, aber und für die Partei selber ist das dann nochmal ein Nachweis, dass für diese Partei eben auch eine Unterstützung da ist. Das funktioniert und es funktioniert eben hier viel über Unterstützungserklärungen von einzelnen Organisationen und dann eben auch konkrete Arbeit, dass dann eben DSA hat sich klar für Bernie erklärt und hat dann eben auch, was hier stark ist, Canvassing, also von Tür zu Tür zu gehen und mit Leuten zu reden, was in Deutschland wahrscheinlich nicht mal so gut ankommt. Also wenn bei mir in Deutschland jemand vorgestanden hätte, egal von welcher Partei, wäre ich jetzt nicht so erbaut gewesen. Aber da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu. Und ich kann man, also das Problem, das hast du ja mehrmals gesagt, einfach durch das Parteiensystem, dass man ja eigentlich nur zwei Alternativen, also eine Alternative zu dem anderen sozusagen. Und natürlich nicht das Parteiensystem, wie wir das jetzt hier in der Bundesrepublik kennen, natürlich, oder auch in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern. Und meine Frage wäre noch sozusagen auch, ob diese eher, ich nenne es jetzt mal einfach diese linken Strömungen oder linken Organisationen, wie die sich, also die haben für den Wahlsieg sozusagen von Biden-Harris sich engagiert. Die haben war wahrscheinlich auch gewählt dafür entsprechend und so weiter. Aber ich kann mich erinnern, als wir die Präsidentschaftswahlen in Frankreich hatten, also die letzten, als es dann in der Stichwahl um die Frage gegen Macron oder Le Pen, also eine, ich sag mal, liberal-demokratische Variante oder halt eine faschistische Kandidatin, dass da die eher linken Positionen, also nicht nur die Kommunisten, sondern auch Mélenchon und andere gesagt haben, wir wählen jetzt Macron, also wir wählen sozusagen die neoliberale Variante, und ab morgen, weil man natürlich verhindern muss, dass Le Pen gewählt wird, und ab morgen, sozusagen nach dem Wahltag, wenn er gewählt ist, dann bekämpfen wir ihn. Ist das so ein zugespitztes Verhältnis, dass man sagt, also wir mussten uns für Biden, Harris, für die Demokraten einsetzen, aber eigentlich finden wir das politische Konzept sozusagen, also auch einen weichgespülten neoliberalen Liberalismus finden wir eigentlich falsch, und man müsste sich in den Positionen, in eigene Positionen dagegen wenden, mal unabhängig von der Frage, wie realistisch und welche Stärke man hat. Ist das so ein Verhältnis, wie wir das aus europäischen Ländern kennen? Es war ja so, dass als Bernie Sanders seine Präsidentschaftskampagne beendet und Joe Biden unterstützt hat, dass es dann tatsächlich auch gemeinsame Komitees der beiden Kampagnen gegeben hat, wo man um die Wahlplattform verhandelt hat. Und teilweise leider nicht sehr weit ist Joe Biden da auch der Sanders-Kampagne entgegengekommen. Habe das ein bisschen versucht zu umreißen in dem, was ich beschrieben habe. Aber letzten Endes ist auch klar, dass was da auch aufgenommen worden ist in Wahlprogrammen, das bedarf immer noch mal eines großen Drucks, damit es dann auch tatsächlich passiert. Die Gewählten müssen dann auch immer wieder daran erinnert werden, wem sie teilweise zumindest ihren Wahlsieg verdanken. Noam Chomsky hat es so umschrieben in einem Interview, gesagt, wir müssen jetzt Biden unterstützen und ihn dann im Schlaf verfolgen, also in seinen Albträumen verfolgen, damit er dann auch tut, was er uns versprochen hat. Ja, das ist sicher der Punkt, und es wird großen Drucks bedürfen, und da darf man auch nicht allzu viel Illusionen haben, dann letzten Endes, was dann tatsächlich passiert. Ganz abgesehen von den objektiven Bedingungen, falls es so bleibt, dass die Demokraten den Senat nicht haben, dann wird von den Reformprogrammatik sowieso wenig durchsetzbar sein. Okay. Ich habe
So, der Frage, also als letzter Punkt von mir ist nochmal die Frage des Übergangs. Also das ist ja also wenn es alles geordnet übergeht, also wie am Anfang ja von dir auch geschildert, dass das jetzt das Wahlergebnis feststeht, also bleibt, auch sich nichts Grundlegendes mehr ändert, dann ist ja im Januar praktisch die Staffelübergabe, also immer vorausgesetzt, dass der eine Präsident, der alte, überhaupt noch irgendwie auftaucht, aber es wird ja irgendwie stattfinden, dass Biden sozusagen ins Amt eingeführt wird und seine Vizepräsidentin natürlich. Und wie muss man sich das vorstellen? Weil es wird jetzt immer von diesem Transition-Team gesprochen, was aber jetzt gerade aufgrund der Verweigerung den Geldhahn da aufzudrehen oder irgendeine Beamtin, das war immer gestern zumindest auch in der Nacht, ja so eine, die halt nicht die Order bekommen kann, nicht die Order bekommen hat, du kannst denen jetzt das Geld, was ihnen jetzt zusteht, geben, sondern wir akzeptieren das halt nicht. Aber wenn dieses Team jetzt arbeiten würde, wie kann man sich das vorstellen? Ist das jetzt, arbeiten die schon zusammen, also alte Regierung und dieses Team, oder was ist das für ein Verfahren, das da in den USA existiert? Dieses Verfahren ist hier durch ein Gesetz geregelt, also den Presidential Transition Act seit den 60er Jahren, und deswegen gibt es eben auch, dafür gibt es ein Budget von mehreren Millionen Dollar. Darum geht es jetzt im Moment, ob das freigegeben wird für die Kampagne. Der dann gewählte Präsident erklärt dann, das ist mein Transition-Team, und die treten dann quasi in Verhandlung, bekommen Geld, bekommen Zugang zu den Regierungsbehörden und treten dann auch in direkten Kontakt mit der gegenwärtigen Administration. Es ist ja hier nicht so wie in Deutschland, dass in den Ministerien dann irgendwie die Spitzen der Häuser ausgetauscht werden, irgendwie der Minister, die Staatssekretäre und dann vielleicht die Abteilungsleiter noch ein bisschen umbesetzt werden, aber im letzten Endes so das Ministerium das Gleiche bleibt. Hier wird ja schon ein richtig großer Teil der Administration komplett ausgetauscht. Und das ist ein riesiger Aufwand. Da muss man natürlich irgendwie, die Leute müssen sicherheitsgecheckt werden, die müssen eingestellt werden, man muss neue Bewerbungsgespräche führen, alles Mögliche. Das alles in einer relativ kurzen Zeit. Es wären, ich glaube, 70 Tage, wenn er heute anfangen würde, bis zum 20. Januar. Jeder Tag, der da fehlt, macht natürlich eine geordnete Übergabe schwierig. Und dann ist es natürlich eigentlich so, dass die ausgehende Regierung und die jeweiligen Beamten den kommenden Leuten Briefings geben und ihnen quasi eine Amtsübergabe machen. All das findet im Moment nicht statt. Es gibt auch, sie haben auch im Moment kein Geld, sie haben keinen Zugang. Normalerweise ist es so, dass sobald im Prinzip sobald der Wahlsieger prognostiziert ist, dann als das durch diese Beamte festgestellt wird, und dann ist das stehen die Mittel und die Möglichkeiten zur Verfügung. Das traut sich diese Frau im Moment nicht zu tun. Ist auch verständlich angesichts des doch relativ knappen Ausgangs, wo Nachzählungen schon auch von Amts wegen angekündigt sind, und natürlich nicht bei dem Chef. Das ist klar. Das macht den Übergang jetzt schwierig. Das wird natürlich auch zu Startschwierigkeiten im Januar führen. Da wird sicher nicht sofort alles so funktionieren, wie sich das bei einer normalen Übergabe das hätte funktionieren können. Letzte Frage für den Moment von mir an dich, Andreas. Nehmen wir mal an, das funktioniert alles noch. Also da wird jetzt viel gebustert, okay, und dann läuft es aber irgendwie und die werden ins Amt eingeführt und die Administration wird umgesetzt, etc. Wenn man sagt, diese Punkte, die du auch genannt hast, Gesundheit, Bildung, Ungleichheit und so weiter, also die politischen Konzepte und Vorstellungen, wie kann ein Präsident Biden auch mit seinem Teil der Administration sich durchsetzen gegen einen Senat, der von den Republikanern beherrscht wird, und auch sozusagen diesen unsicheren Situationen in den Bundesstaaten und auch sozusagen mit dem Aspekt, dass 71 Millionen Wählerinnen und Wähler Trump gewählt hat, führt das jetzt in den nächsten Jahren zu so einer ewigen Blockade, oder gibt es da durchaus Möglichkeiten, zumindest Teile
umzusetzen? Oder andersrum gefragt, wie weit müssen die Demokraten auf die Republikaner zugehen und auf deren Politikkonzepte unter Umständen auch zugehen, um überhaupt irgendwas zu bewegen? Die große Schwierigkeit ist, falls der Senat in der Hand der Republikaner bleibt, dass dann der Mehrheitsführer im Senat immer noch Mitch McConnell ist, der schon bei Obama gesagt hat, seine Hauptaufgabe ist, irgendwie eine zweite Amtszeit zu verhindern. Die Republikaner haben im Prinzip die Tradition der überparteilichen Zusammenarbeit im Senat in den letzten Jahren komplett eingestellt. Und es steht zu befürchten, dass das bei einem Präsidenten Biden nicht anders sein wird. Das heißt, ihm bleibt gerade bei innenpolitischen Sachen, bei allem, was mit größeren Haushaltsfragen zu tun hat, kaum Spielraum. Er kann dann, was ja auch Trump exzessiv getan hat, mit Präsidialverordnungen regieren. Die sind aber auch immer angreifbar. Die Frage, wie weit die Befugnisse der Exekutive gehen, ist hier immer wieder vom obersten Gerichtshof überprüft worden. Und es sind auch immer wieder, auch Roosevelt hat einige seiner Maßnahmen sind vom obersten Gerichtshof, also einige seiner New Deal-Politiken sind vom obersten Gerichtshof damals gestoppt worden. Nun wissen wir genau, der Oberstgerichtshof hat jetzt eine starke republikanische Mehrheit oder konservative Mehrheit. Da ist also nicht, da darf man sich nicht zu viel Hoffnung machen. Umso wichtiger ist es halt, dass die beiden Stichwahlen in Georgia vielleicht doch noch von den Demokraten gewonnen werden, sodass dann 50-50 ist und dann hat die Vizepräsidentin im Senat das entscheidende Votum. Außenpolitisch hat der Präsident mehr Spielraum, also die Rückkehr in die zum Beispiel ins Pariser Klimaschutzabkommen und andere Dinge, kann er mehr gestalten und er kann natürlich ein Stück weit die Administration wieder aufbauen. Es ist ja auch das Außenministerium ist personell extrem ausgedünnt, die Umweltbehörde ist extrem ausgedünnt worden. Da hat er Möglichkeiten, auch am Senat vorbeizumachen. Man muss aber auch sagen, jeder Botschafter, jeder Minister muss letzten Endes vom Senat bestätigt werden. Er kann eine gewisse Zeit mit amtierenden Ministern arbeiten, aber nicht unendlich. Das heißt, wir werden spannende Zeiten erleben. Also ich meine, du wirst sie viel hautnah erleben als wir sozusagen. Und die Amerikaner und Amerikaner werden es natürlich noch anders erleben und unter Umständen auch erleiden und erdulden müssen. Erstmal vielen Dank bis hierher.